Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute die lang ersehnten Tag Team Tinbox, die wir schon sehen können. Und holy shit, sind die Dinger groß. Das erkennt man oder hat man eigentlich gar nicht so erahnen können, dass die Dinger wirklich so groß sind einfach. Und wir machen heute ein ganzes Display auf. Das heißt, wir machen 3x3 von den Tinboxen auf. Wir haben heute leider keine fancy Verpackung. Aber halt die Tinboxen. Und ich würde sagen, ich zeige sie euch jetzt einfach mal gleich im Detail und oh mein Gott, bin ich gehypt, weil die Tinboxen sind wirklich einfach wahnsinnig geil, beziehungsweise ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf und fangen wir mal mit der Relaxo-Tinbox. Derpy Relaxo, Derpy Dragoran, Playmat, was gibt's eigentlich besser, Leute? Es kann eigentlich gar nicht besser werden. Super, super nice. Einmal hier, dann gibt es einmal die Pikachu und Zekrom-Karte mit die spielbarste Karte, dass die als Promo rauskommen. Es ist ultra geil. Übrigens sind die Alternate Artwork GX-Karten richtig, richtig nice. Und hier haben wir einmal Celebi und Bisasflor. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, weil das wird ein ganz knackiges, also so knackig wird es nämlich eigentlich gar nicht. Das wird wahrscheinlich ein relativ langes Video, weil wir 9 Tinboxen in einem Video aufmachen. Und ich würde einfach mal sagen, Hype, Hype, Hype. Wie gesagt, die Tinboxen sehen schon wahnsinnig gut aus. Die Box kostet normalerweise überall 24,99 €. Schauen wir einfach mal, ob es das wert ist, was für Packs hier vor allem drin sind. Das ist jetzt mit am interessantesten, würde ich einfach mal sagen. Aber bevor... Oh, das ist doch eigentlich... Okay, also das Plastik hier haben sie tatsächlich mal ganz nice gemacht. Schauen jetzt einfach mal, wie das hier aussieht. Und zwar haben wir, so, Moment, bevor wir zu den Packs gehen. Oh, was auch übelst nice ist, ich kann es euch jetzt gerade wegen dem Code schlecht zeigen. Das ist wieder wie in der Tinbox, beziehungsweise nicht in der Tinbox, in der Dragoran-Box, dass du die Dinger einfach nur hier rausholst. Das heißt, die Promos sind unbeschädigt, Leute, sie sind einfach unbeschädigt. Oh mein Gott, bin ich happy. Also wir haben ja auf einmal das Pikachu, beziehungsweise auf einmal, wir haben einmal das Pikachu Zekrom. Und holy shit, sieht diese Karte so gut aus. Das ist unglaublich. Also für diese Promos, wie gesagt, 24,99 € ist teuer, aber ich glaube, für die Promos ist es gerechtfertigt. Dann haben wir diesen sehr, sehr, sehr hochwertigen GX Tag Team Marker. Sehr, sehr nice. Und wir haben einmal das Tinbox Design. Ich zeige es euch nochmal. Wie gesagt, wir machen jetzt nicht, wir hetzen uns hier nicht durch das Video, Leute. Wir machen das ganz gechillt. Wir machen zwar kein Pack-Trick, aber es ist Wochenende, Leute. Es ist Wochenende. So, wir haben Team Syntrumpf, Sturm am Firmament und SM1, Sonne, Mond, Bastard. Ich denke, damit kann man gut leben. Und kurze Werbung natürlich auch für uns, weil wir das Ganze irgendwie finanzieren müssen. Beziehungsweise es fragen ja immer wahnsinnig viele Leute, hey, wie habt ihr so viel Geld, das aufzumachen? Wir verkaufen das meiste einfach direkt wieder. Wir haben einen eigenen Ebay-Shop, wir haben einen Card-Market-Shop. Das heißt, schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Bock habt, die Sachen zu kaufen. Da sind nämlich jetzt auch die Promokarten zum Beispiel drin. Ich schau mal, dass wir den GX-Marker auf jeden Fall auch da reinmachen werden, dass ihr den kaufen möchtet. Und ich würde sagen, wir gehen einmal durch die Packs durch. Quapsel, Austoss und Nestball. Nestball ist einfach eine gute Karte. Die guten Karten werden wir definitiv einfach mal hier rausholen. So. Und ja, Leute, wir haben, wie gesagt, jetzt ein ziemlich gechilltes, langes Opening. Das ist jetzt sogar, es müsste sogar ein Display-Opening sein. Neunmal, ja doch, das ist quasi ein Display Medity, das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, was... Oh, ein Schrein der Bestrafung, oh, nice, 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 nice. Zwar kein GX-Pull, aber definitiv gut. Was soll ich jetzt sagen? Ja, es ist ein Display quasi. Das heißt, wir können jetzt auch wieder gucken, wie gut sind die Tag-Team-Boxen im Vergleich zu einem Display. Und wir haben den ersten Hit, den ersten Semi-Hit, und zwar haben wir ein wundersames Labyrinth. Sehr, sehr schön, eine Prisma-Karte für uns. Und, oh, nice, ein Alola Vulnona als Holo-Karte. Sehr, sehr schöne Holo-Karte. Und Pokémon-Kommunikation legen wir auch einfach mal raus. Und der Code geht hier hin. Ja, wie gesagt, Leute, geht eigentlich, man könnte über relativ viel eigentlich labern. Ich ramble jetzt einfach mal so ein bisschen los. Wie gesagt, Dennis ist leider bei dem Video nicht dabei, weil wir, ja, wie gesagt, ein paar Kilometerchen auseinander wohnen. Gefährlicher Bohrer und ein Alola Slimog. Also keinen richtigen Pull in diesem Pack. Und das jetzt halt hin und wieder dann einfach mal nicht hinhaut. Wir versuchen allerdings demnächst wieder Videos, beziehungsweise spätestens im Pre-Release gibt es ja wieder Videos von uns beiden zusammen. Und oh mein Gott, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Pre-Release wird wirklich fett.
zum neuen Set. Oh, Kräfte im Einklang heißt es, glaube ich. Hier übrigens dann die Bisaflor und Celebi Promokarte. Ich packe euch die jetzt mal gerade raus. Upsa. Oh mein Gott, also die 10-Boxen sind wirklich eigentlich ganz nice. Sie sind sehr, sehr instabil. Sie sind wirklich sehr, sehr instabil. Ich will sie jetzt nicht kaputt machen, weil vielleicht will die ja doch jemand haben. Ein Tag Team Marker, der ist wirklich stabil, das muss man sagen. Einmal hier. Dann hauen wir jetzt einmal die Promo raus, weil ohne Scheiß, also wirklich, das sind mit, ich glaube, die besten Produkte, die es seit langem mal wieder gab. Und wir haben hier Celebi und Bisaflor. Oh mein Gott, sieht die Karte so schön aus. Sie sind alle drei Karten sehen wahnsinnig schön aus. Ich finde generell die Tag Team, die Alternate Artworks super schön. Auch die jetzt schon angekündigt wurden, halt einfach. Boah, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Und dann als Tinboxen. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich fand es zwar jetzt nicht so geil, wenn sie jetzt diese Tinboxen hier durch die anderen Tinboxen ersetzen. Ein Traum. Tukanon. Und eine Lilly. Ich werde die Lilly einfach mal raushauen. Was soll ich sagen? Wenn sie die ersetzen würden, aber wenn es jetzt immer wieder solche Tins gäbe, das fände ich schon eigentlich ganz nice. Also da würde ich mich definitiv drüber freuen. Hier mal Pokémon at Pokémon. Oh, noch ein Schrein der Bestrafung. Holy shit. Also das Set und ein Kunstrad. Sehr, sehr schön. Nice, nice. Gute Trainerkarten. Die können wir immer gut gebrauchen. Also da hat die Pokémon Company einen guten Griff gemacht. Nicht so wie mit den Pokéball-Tinboxen, die ja jetzt nix so wirklich waren. Ein Martin und Tentante. Und erstmal auch hier wieder nichts. Wie gesagt, da hat die Pokémon Company doch einen guten Zug gemacht, finde ich. Und wir gucken uns ja auch morgen nochmal die nächsten Produkte an, die angekommen sind. Alola Slimer und ein Dragoran als Holo. Sehr schöne Holo-Karte hier in dem Pack. Ah, Wahnsinn. Also, wie gesagt, die neuen Holo-Karten, die gefallen mir alle recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind richtig schön. Und ja, schauen wir einfach mal, was die Pokémon Company die sich da noch so überlegt. Wie gesagt, die Movie-Sachen gucken wir uns morgen an. Falls ihr das Video ein bisschen länger in der Vergangenheit guckt. In der Zukunft natürlich, nicht in der Vergangenheit. Ja, wir sind komisch. Video in der Vergangenheit gucken. Dann schaut euch das auf jeden Fall auch an. Da bin ich persönlich auch sehr drauf gespannt. Ich würde einfach mal sagen, einmal die Packs raus. Den Marker. Also die sind auch relativ schwer. Wie gesagt, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Bräuchte man jetzt dann nicht unbedingt bei jeder Tin, aber finde ich eigentlich eine ganz nice Sache. Wenn sie die so vielleicht in die Top-Trainer-Box reinmachen könnten. Und Leute, hier, das Evoli und Relaxo. Oh mein Gott. Es sind so schöne Karten, Leute. Es sind wirklich so schöne Karten. Und die haben übrigens auch hier diese Textur. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, wie die normalen Full Arts bzw. wie die Alternate Card Arten aus dem Set halt haben. Wahnsinn. Super cool. Also ich bin definitiv zufrieden bzw. die Tins haben es mir definitiv angetan. Und wir haben noch ein paar davon. Wir haben nicht nur die, natürlich. Wir versuchen, weil es kommt ja jetzt über den April erstmal nichts raus. Ne? Golbat und Kolossand. Come on, vielleicht kommt hier doch nochmal irgendwas raus. Wir versuchen, da auch mal noch das eine oder andere Battle zu bringen. Da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Übrigens, weil auch gefragt wurde wegen Schlag den Buddy und so weiter und so fort. Oh, ich erzähle gleich weiter. Ein Latios Prisma. Sehr schön. Eine Prisma-Karte hier. Und aber immer noch kein Hit. Und oh no. Kein Schrein der Bestrafung. Wegen Schlag den Buddies war ja auch die Frage zum Beispiel, kommt das Video-Format jetzt wöchentlich? Übrigens erstmal danke natürlich, dass es auch so gut angekommen ist, weil es wurde sehr, sehr gut angenommen, finde ich. Oh, wir haben nochmal eine Prisma-Karte. Ein Shaman-Prisma. Auch eine wahnsinnig schöne Karte. Schade, dass die Prisma-Karten wegfallen, wie gesagt. Da bin ich echt ein bisschen traurig darüber. Und sonst nichts. Wie gesagt, danke, dass das sehr, sehr gut angekommen ist. Wir versuchen das Ganze hin und wieder einfach mal zu bringen. Wir haben schon geplant, das mit dem einen oder anderen nochmal zu machen jetzt in der Zukunft. Deswegen, das wird es definitiv öfters geben, aber halt nicht regelmäßig. Das sollte halt so ein Eventformat sein. Ein Lugia als Reverse Rare und ein Alola Kokowai. Also wir haben jetzt drei Tins aufgemacht und haben drei Prisma-Karten rausgezogen. Aber auch gute Trainerkarten. Bis jetzt immerhin. Aber wir haben ja noch welche. Erstmal weiter aufmachen.
Nice. Oh, so. Ja, wie gesagt, das kommt definitiv öfters. Auch die Battles sind ja sehr, sehr gut angekommen. Da werden definitiv auch noch einige Battles, denke ich mal, mit dem guten Dario kommen. Das wurde ja auch immer sehr, sehr gut angenommen, beziehungsweise habt ihr sehr, sehr gefeiert, was uns auch sehr freut. Weil ja auch immer wieder die Frage danach ist, wann da mal wieder eins kommt. Kommt noch, Leute, kommt noch. Und wir versuchen das Format auch natürlich mit dem einen oder anderen zu machen, weil wir da noch Bock drauf haben. Und Leute, ich kann es nur noch mal wieder sagen, ne? Richtig geil. Einfach nur geil. Geil. Vor allem einfach, wie die Karten verpackt sind. Weil da ist nichts dran an den Karten. Ich sleeve die Karten übrigens nachher noch, keine Angst. Aber da ist wirklich nichts dran. Wir sind hier mit. Aus dem Pokémon-Produkt. Oh, dass ich das noch erleben darf. Oh, wie schön. Oh, wie schön. So, und ich glaube, ich habe mich schon so ein bisschen gespoilert, den ersten Pull. Und wir haben, ein Lapras Full Art. Oh mein Gott, die Karte habe ich fast vergessen. Und es ist eine der schönsten Karten, finde ich, aus dem Sonne und Mond Base Set. Oh mein Gott, sieht die gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, sorry, ich bin am Overhypen hier, aber es ist ein... Es macht einfach Bock. Also ich habe... Ha, schön. Es ist schön. Das ist jetzt auch das größte Opening, was ich jetzt auf... Also das größte Opening für mich seit dem Stream. Jetzt haben wir sonst immer nur so kleine Openings gemacht. Deswegen, das macht schon wieder ziemlich Bock. Ein Kapalores Reverse Rare und ein Deoxys. Und TV-Reporter. Möchten Sie ein Interview geben? Nein. Ich möchte kein Interview geben. So. Schauen wir mal weiter. Ein Hin und Her. Sehr schön. Das ist eine gute Karte. I guess. Und ein Pantimos. Erstmal nichts weiter hier. Aber immerhin schon mal einen Pull. Das ist schon mal richtig gut, dass wir hier auf jeden Fall mal ausgepult haben, beziehungsweise anfangen rauszupullen. Und wir haben den nächsten Pull aus Team Syntrumpf. Und es ist ein Pantimos. Hey, ein Pull, immerhin. Wir hatten zweimal Pantimos gezogen. Einmal GX und einmal ein Regular Rare. Auf jeden Fall schön, dass wir hier einen Pull raus haben. Ist zwar übelst off-cut. Leider. Aber so war das, glaube ich, die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, gibt's. Hat irgendjemand ein Pantimos GX aus diesem Set, was nicht Offcut ist? Schreibt mir oder schickt mir davon gerne mal ein Bild auf Instagram. Das will ich sehen. Übrigens da auch wieder ein gutes Stichwort: Instagram. Schaut da auf jeden Fall bei uns vorbei. Da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff in der Story immer mal wieder. Gucken wir mal, dass wir die Bilder auch wieder zurückbringen. Nochmal ein wunderbares Celebi und holy shit, sehen die Karten gut aus. Sehen die Karten gut aus. Sorry, ich sag das, muss das die ganze Zeit sagen, was einfach nur Hammer ist. Es ist einfach schön. Also Darium hat sich ja auch so übelst, hat die Dinger auch übelst gefeiert in seinem Video. Aber ich kann das einfach nur so zurückgeben. Wirklich. Schmetterhammer und ein Cosmovum. Und sonst nichts. Nope. Wie gesagt, ich kann das einfach nur so weitergeben. Wenn ihr die Tinbox findet, holt sie euch auf jeden Fall mal zumindest mit für die Promos. Und ich meine, die Packs sind auf jeden Fall auch ganz nice. Aber die Promos lohnen sich diesmal wirklich. Enikoro und nichts. Oh, ein Sonderbonbon. Doch. Sehr schön. Also mit Trainerkarten sind wir doch relativ gut gesegnet. Mit den krassen Puls allerdings noch nicht. Die müssen jetzt noch delivern. Go for it. Team sind Trumpf, Shaggy, Alden, Bronzong. Bronzong is not good. Bronzong ist nicht so gut. Ah, weiter. Next Pack. Komm, da muss jetzt mal richtig fetter Kracher drin sein. Irgendwie eine Alternate Artwork oder sowas, Leute. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und wir haben auf jeden Fall einen Pull, was sehr, sehr nice ist. Ein Dragonier und ein Evoli und Relaxo GX. Sehr schön. Die Regular-Version mit der Melonengarage. Wie die gute Plushies immer sagt. Oh, nice. Sehr schön. I love it. Ich liebe es. Und ich freue mich schon, auch wenn es jetzt doch noch ein bisschen hin ist, ich freue mich so dermaßen auf das neue Set, wie gesagt. Es wird einfach heftig. Es wird heftig. Jetzt, der Februar wird zwar erstmal ein bisschen gemütlich, aber danach, holy shit, Leute. Wie gesagt, ich will nicht zu viel versprechen. Nicht, dass wir es nachher nicht halten können, aber
Es ist einiges geplant. Und dann kommen ja auch noch einige Boxen raus. Die Alola Knogger Box kommt ja, glaube ich, noch raus. Die irgendeine Kangama Box kommt raus. Dann kommt so eine Bisaflor. Nee, nicht Bisaflor. Eine Turtok Full Art Box kommt raus. Demnächst auch wieder so Richtung Juni, Mai. Wie es von der Glurak Box das schon gab. Die Glurak Full Art GX Box. Gab es ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. War schon lange nicht mehr aufgemacht. Können wir auch mal wieder aufmachen. Und ja. Da wird einiges an Stuff kommen. Ich kann den Insolvenzantrag hier schon mal einreichen. Ich weiß ja schon mal Bescheid. Ein Anton und ein Maskeregen. Und sonst nichts. Sonne und Mond. Aber immerhin die Full Art bis jetzt. Immerhin die Full Art bis jetzt. Oh ja. Yeah. Könnt ihr mal gerne schreiben, wenn ihr euch die Dinger hier gekauft habt, was ihr so da Schönes rauspult. Bis jetzt Enekoro und immerhin ein Despota. Wunderschöne Holo-Karte. Reprint ja auch. Beziehungsweise die Holo-Reprints waren ja hier in dem Set am Start. Super, super nice. Kann es sehr, 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 sehr gerne öfters geben. Ich denke, sie freuen. Und was mich auch freuen würde, wäre jetzt mal wieder ein Pull. Wir müssen doch jetzt hier mal wieder einen Pull rausholen. Rockos Durchhaltevermögen, einen Vulnona mit einem sehr schönen Artwork. Was uns allerdings tendenziell eher nichts bringt. Schönes Artwork. Wir wollen ja ein bisschen draus ziehen, Leute. Wir wollen hier schöne, schöne Karten ziehen. Schöne Ultra-Rares. Und ich glaube, wir haben was. Wir haben was. Wir haben Emolga und ein Hooper GX. Wow. Wunderschöne Karte. Und ein weiterer Pull. Teams sind Trumpf. Oh, ich liebe diesen Namen. Ja. Nein, ich liebe ihn nicht. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Ja, ich weiß immer noch nicht, was die sich bei dem Namen da gedacht haben. Alleine, weißt du, früher haben sie ja auch die englischen Namen übernommen. Da kannst du dann auch zwar vorwerfen, so, okay, sie sind vielleicht ein bisschen unkreativ, wenn sie die genauso nennen. Aber bei dem Set, ja, bei dem Set, das hätten sie ruhig auch nochmal, das hätten sie ruhig auch Team-Up nennen können, weil das ist echt RIP. So, sorry, dass ich die Dinge offscreen aufmache. Aber ansonsten funktioniert es hier nicht. So, die dritte Pikachu Zekrom Karte. Oh, die. Ich höre jetzt auf zu overhypen. Ich mache jetzt auf. Ich höre jetzt auf zu overhypen und mache einfach auf. Oh, Baby. So, Sonne und Mond 1. Gib mir mal einen Hyperball. Wenn hier irgendwo ein Hyperball rauskommt, dann feiere ich dich auf ewig. Kosmorum. Warum ist das hier eine Rare? Und warum wurde. Oh, nice, ein Sonnenbonbon. Warum ist das eine Rare? Und warum. Komm, den Code kriegt ihr dann von mir. Shot auf den Hyperball. Was ich sagen wollte, warum ist das eine Rare? Und wurde dann ein Ultra Prisma als ankam und wieder gereprintet. What? I mean, excuse me. Pokémon Company. Moruda, Reverse Rare und ein Sumpex. Also auch erstmal hier wieder nichts. Ah, komm schon. Also, ich bin bis jetzt mit der Ausbeute nicht hundertprozentig zufrieden. Wir haben ja noch ein bisschen was, Leute. Wir haben ja noch ein bisschen was an Packs, die wir noch aufmachen können. Ein Zoroark als Holo-Karte. Sehr schön. Also, die gefällt mir auch definitiv ziemlich gut. Übrigens, ich sehe gerade, es hat gerade so ein bisschen reflektiert. Sorry nochmal, dass das Lichtsetup im Moment nicht so hundertprozentig gut ist. Weil ich benutze nämlich nicht meine Softboxen. Leider, weil die sind mir abgeraucht. Und so, jetzt geht es aber erstmal um den nächsten Pull. Hoffentlich Pfiffieren und Kabuchops. Puh. Leute, wir müssen jetzt, wir haben noch 2 Tinboxen, um hier richtig Premium was rauszuholen. Wir sind zwar schon mit, ich sag mal, wenn da noch 2 Wildkarten dazukommen, ist es okay. Dann ist es eigentlich okay. Für einen Display-Vergleich quasi. Ne? Weil man hat ja wirklich richtig, richtig krasse Promokarten hier. So, nochmal der Inhalt. Aber, hupsala, da fahren mir die Booster schon auf den Boden. Aber es wäre natürlich nice, so, wenn wir noch was rauspullen könnten. So, einmal die Promo noch. Wie gesagt, man nimmt hier hinten einfach nur das Plastik weg. Und plopp ist die Karte draußen. Es ist genial. Warum macht ihr das nicht immer so, Pokémon? Warum? Normalerweise werden die Karten einfach da reingedrückt und dann, ja gut, die können halt kaputt gehen. Ist halt nicht so gut, aber
So finde ich es geil. So könnt ihr es gerne beibehalten. So, und zwar vorletztes Sonne- und Mond-Pack. Ach, schon wieder ein Tucano. RIP. Sonnenbonbon? Nope. Und wieder ein Code für euch, würde ich einfach mal sagen. Sonne- und Mond-Codes. Wir sind die Gönner, Leute. Wir haben da richtig Bock drauf. Dann mal wieder so ein, weißt du, ich glaube, wir haben noch keinen Hyperball. Ne, wir haben keinen Hyperball auf diesem Kanal hier on cam gezogen. Das ist ein bisschen schade. Wir müssten das echt mal noch in Angriff nehmen. Irgendwie so 100er Opening SM1. Wer hätte Bock? Schreibt es mal in die Kommentare, dass ich Dennis mal dazu überrede, noch ein 100er SM1 Opening zu machen, weil warum sind die umgedreht? Theoretisch wäre es auf jeden Fall noch organisierbar, weil das Set, soweit ich weiß, immer noch nicht out of print ist. Aber ja, so, Kabuto und Kabutops. So, habe ich jetzt noch ein... Ne, ich habe kein Fossil. Das wäre jetzt zu witzig gewesen. Und Dennis ist auch dabei. Last Pack für die Tin. Ach komm, Alter, die nächste Tin, die muss alles rausholen. Ey. Die muss wirklich alles rausholen. Tentacha und ein Alola Kokowai. Holy shit, Alter. Also, pullmäßig? Bis jetzt? Nicht so gut? Aber wir haben ja noch eine Tin. Hier das Derpy-Dingens. Das Derpy. Derpy Relaxo und Evoli. Die können uns jetzt noch ein bisschen helfen, denke ich mal. Mit Megatonnen, Freunde. Oh ja, hoffentlich. Ich finde auch das Tin-Design wirklich bei allen Tins super gelungen. Also für die sich einfach so ins Regal zu stellen, definitiv viel schöner, weil sie auch einfach dieses komplette Fenster haben. Sehr nice. Also, wie gesagt, mit der Tin-Box habt ihr, denke ich, alles richtig gemacht. Pokémon Company. Immerhin mal irgendwas in letzter Zeit. Man beschwert sich oft genug, weil Sachen nicht genug kommen oder weil nicht genug Sachen da sind, weil sie zu spät kommen, weil sie irgendwo versickern. Man weiß nicht ganz genau, wo Sachen manchmal abbleiben, aber hier wirklich sehr, sehr nice. So, ich würde auch sagen, die letzte Tin machen wir mal schön mit Kartentrick. Damit wir hier so ein bisschen hypen. Oh, ich würde sagen, wir haben eine Feenenergie, den guten Professor Kukui, ein Corazon. Da haben wir Schutz, Cosmog, Imantis, Alola Slimer, Togedemaru, Velursi, ein Pipek und komm, ein Rabigator Holo. Immerhin eine Holo-Karte, sehr, sehr nice. Ich habe gerade jetzt, wo ich nochmal so die Artworks aus Sonne und Mond 1 sehe, irgendwie nochmal so einen kleinen Flashback an die Zeit. Also in die Zeit, es ist jetzt wirklich schon fast 2 Jahre her, wo das Set rausgekommen ist, wo der SM-Zyklus angefangen hat. Weil das war echt ein ziemlicher Hype, ja, wo das angefangen hat, nach Evolutions, wo auch viele Leute mal zurückgekommen sind. Das war echt auch irgendwo so der Anfang, wo ich nochmal zurückgekommen bin zum TCG. Ich hatte ja so eine ganz, ganz kleine Pause, oder was heißt eine ganz, ganz kleine Pause, zwischen Schwarz-Weiß und NXY habe ich ja keine Karten gesammelt. Und so zu Dampfkessel habe ich nochmal angefangen. Und, Regenstein. Oh boy, Alter. Die Booster müssen es jetzt reißen, Alter. Die müssen es jetzt reißen. Ja, und irgendwie gesagt, SM1-Anfang, das war schon großer Hype, Leute. Das war großer Hype. So, vorletztes Pack. Glutexo. Wir haben ein unbekanntes Fossil. Porenta. Paras. Ein Watzapf. Elezeba. Shiggy, was so ein bisschen am Chillen ist. Dentacha. Emolga. Und ein Gyarados. Holo. Immerhin. Aber nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ehrlich gesagt. Aber es ist ein geiles Artwork, ey, Leute. Ohne Scheiß. Also wirklich Artwork-technisch. Geht's wieder in eine sehr, sehr gute Richtung. So, Leute. Letztes Pack. Whoops. Da geht der Code fliegen. Drückt da auf jeden Fall nochmal kräftig die Daumen, dass wir hier nochmal was Schönes rausziehen. Und wir haben eine Pflanzendisk. Snubbilicat. Porenta. Gladiantri. Ein Alola Slimer. Ponita. Voltilam. Glumanda. Kapuriki Prisma. Immerhin. Immerhin schöne Prisma-Karte und einer Lola Kokowai. Ja, das war jetzt quasi ein Display in Tinboxen. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holo-Karten. Das ist fast durchschnittlich, würde ich einfach mal sagen. Wir haben
4 Prisma-Karten gezogen, was überdurchschnittlich ist von Display, aber leider an den Puls ein bisschen unterdurchschnittlich, weil wir haben 3 Regular und eine Full Art, was ein bisschen schade ist, aber hier habt ihr nochmal alle Alternate Artwork-Karten aus dieser Tinbox. Und ja, wie gesagt, ich habe sie, glaube ich, genug gehypt. Die Karten sind wirklich geil. Also die Alternate-Promos sind mit... Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so geile Promokarten gab, wo es sich wirklich gelohnt hat, ein Produkt nur wegen der Promo zu kaufen. Es ist schon lange her. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also, definitiv, Leute. Ich freue mich, wir haben noch einige Tinboxen definitiv hier rumstehen. Und schauen wir mal, was wir damit so Schönes noch machen werden. Mal schauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Wenn nicht, konstruktiv Kritik. Wenn ihr Karten kaufen möchtet, schaut, wie gesagt, sehr gerne bei eBay oder Cardmarket vorbei. Damit würdet ihr auch den Kanal natürlich unterstützen. Wir haben auch übrigens immer noch, wieder Werbung für uns natürlich, SM10 Vorbestellungen auf dem Discord. Deswegen schaut da vorbei. Könnt ihr noch vorbestellen und uns ein bisschen unterstützen. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, wie gesagt, Instagram abchecken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Spätestens morgen, wenn wir die Movie-Sachen auspacken. Und ja, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.